Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, der Origami King. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Beim letzten Mal haben wir eine Flucht vor einem wilden Kettenhund gehabt. Bowser Jr. hat all seine Farbe verloren, aber er hat wenigstens seine Wunden alle geheilt. Ja. Und jetzt dürfen wir uns unseren Preis abholen. Weil wir in jedem Badeimer waren. Und das war schön. Konnten mal so richtig schön entspannen. Zur Abwechslung. Abgesehen vom Kettenhund. Da würde ich mein Geld zurückhaben wollen. Seid willkommen, liebe Kiste. Ne, habt ihr euer Kettchen schon vollgestellt? Zeigt doch mal. Wundervoll, alles vollgestempelt. Ja. Unerklärlicherweise schaffen es nur die wenigsten Gäste, jeder unserer vier Quellen einen Besuch abzustatten. Nun ja, sei es drum. Hier bitte, euer heiß ersehnter Stempelpreis. VIP-Thema-Ticket. Ah, damit können wir zu diesem geheimen Quell. Was? Was ist das denn? Ich möchte nicht undankbar sein, doch nach allem, was wir auf uns genommen haben, um die Quellen zu finden, nur ein Papierschnipsel? Aber, das ist nicht ein banaler Schnipsel. Es handelt sich um ein VIP-Thema-Ticket für unseren exklusiven Quell der frischen Farben. Diese Quelle ist ein bornreiner Quach mit unverstellter Färbewirkung. Aber hört nicht auf mich und auf die Reden, die ich schwinge. Probiert es lieber selber aus. Das bunteste Bad eures Lebens erwartet euch. Ach so, da kriegt er wieder seine Farbe. Hört ihr Junge her, vielleicht erlangt ihr ja so eure frische Farbenpracht zurück. Und vor allem meinen Zorn, ich will mal wieder so richtig stinkig werden. Der Quell der frischen Farben ist natürlich nicht so leicht zu finden wie die anderen Quellen. Ich muss ihn suchen. Ja, richtig. Ihr müsst ihn suchen. Ja, richtig gehört. Das gehört zum exklusiven Wellness-Erlebnis dazu. So Spiele machen ja schon Spaß, da hat der recht. Und wenn als Belohnung sogar das beste heiße Quellenbad alle Zeiten winkt, ist es gleich noch lustiger. Und mein Zorn ist schon wieder futsch. Ich will diesen doofen Quell endlich finden, jetzt sofort. Ja, dann haben wir wohl nochmal eine Suche vor uns. Guck mal, wie glücklich wir schon drauf sind. Und ist klar, dass keiner es schafft, hier Stempel abzugeben, wenn sie alle von einem Kettenhund zerfetzt werden. Wirklich. Das ist doch mehr als unfair. Hier war's. Ich hab's gefunden, Leute. Hat nur eine Ewigkeit gedauert. Ja, hier ist mein VIP-Thema-Ticket. Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Komplettierung eures Stempelkärtchens. Damit dürft ihr zum Quell der frischen Farben. Folgt einfach den Schildern und Vorsicht vor dem Dampf. Okay. Ja, Vorsicht vor dem Dampf. Hallo, euch kennt man doch. Geld! Nein, lass mich, Monty. Böser Monty. Jetzt mache ich mir offenbar noch ein paar Wege offen. Und zerstöre den heißen Dampf. Bleib da unten. Monty ist ein neuer Gegner. Ok. Bin zu faul. So. Ich
denke mir, wir brauchen den sagenhaften Hammer mittlerweile. Kann aber natürlich auch einmal mit dem Kollerhammer hier draufhauen. Okay, Koller reicht auch aus. So, dann runter damit. Mission erfüllt. So. Dann können wir uns hier jetzt endlich gönnen. Ja! KP Max Plus! Wie lecker! Quelle der frischen Farben, hier vorbei. Sind hier eigentlich Toads gefangen? Nein. Da habe ich schon mal die Glocke gewechselt. Hier ist der Weg ja wirklich ganz schön schmal. Ich möchte ja nicht hinten lang machen. Sieh mal, wie weit es runter geht. Muss ich aber höchstwahrscheinlich. Ja, das Ende der Röhre ist durch irgendetwas blockiert. Moment mal, hier waren wir doch gerade eben schon. Was für eine merkwürdige Röhre. In einer äußeren gestattet sein möge, die Röhre ist an ihrem Ende durch irgendwas verstopft, wobei ich nichts zu sagen müsste, wo sich jenes Ende wohl befindet. Naja, das macht einem ja Angst. Warum muss das einem so viel Angst machen? Oh, das ist ja eine angenehme Brise. Ja, aber das dachtest du wohl. Ich halte das nicht aus. Seht ihr, wie weit wir weggepustet wurden? Welcher Wind, schön und gut, aber das geht mir langsam zu weit. Schaut her, diese Kette hier. Ist die etwa eurer beiden Aufmerksamkeit entgangen? Die kann nur aus einem ganz bestimmten Grund hier angebracht worden sein. Zum Festhalten im Winde. Ich wage zu behaupten, dass wir in dieser Richtung auch das Ende der Röhre finden werden. Bewegt euch bitte vorsichtig heran und drückt B, sobald sich ein Lüftchen zu erheben droht. Nur zu. Mir, dem weißen Kamel könnt ihr aus euer vollstes Vertrauen schenken. Aha, hast du das gehört, Mario? Wir können ihm vertrauen, weil er der weiße Kamel ist. So ein Glück. Gern geschehen. Ich verweile dann trotz meines makellosen Plans hier an der Seite des jungen Herrn. Habt ihr es vernommen, junger Herr? Mario wird sich um die Röhre kümmern als Fachmann und so. Wir hingegen werden hier Verhandlungen mit unserer beiden vertrauter Gesellschaft vorliegen nehmen. Sei vorsichtig, Mario, du kannst doch das Menü nicht öffnen und ich kann dir nicht zur Hilfe kommen. Nicht mal, wenn du X drückst. Okay, wenn Luft kommt. Muss ich mich festhalten. Okay, das Prinzip ist einfach. Ach, oh Gott. Festhalten. Okay, hier kann man verschnaufen. Das war zu früh. Hier fehlen die Ketten. Okay. Das war prima. Das war so und nicht anders geplant. Ich komme da offenbar nicht drüber. So, hier wieder festhalten. Boah.
Komm, bitte, bitte. Ja. Quelle der frischen Fragen. Noch ein kleines ein Stückchen. Och, nö. Da kommt der Wind wieder. So, hör auf. Jetzt sollte es klappen, das muss ich sofort Kamek sagen. Tja, aber meinst du, so viel Zeit muss sein. Und seht ihr auch, was die Röhre angeht, so habe ich selbstredend recht behalten. Haha, wenn nur König Bose seine Verbot hat, meine Ideen ähnlich offen gegenüberstünde. Ja, dann hättest du weniger Probleme. Und im Quell der frischen Farben sehe ich, will ich da wirklich rein? Das sieht aus, als hätte einer reingereiert. Ist das hier die geheime Quelle? Aber es ist so dunkel. Vielleicht ist es ja so dunkel, damit alles ein Geheimnisbett, oder was meinst du? Nee, ich denke eher weniger. Meine Damen, meine Herren. Ah, das Schild redet ja mit uns. Meine Damen und Herren, wertes Publikum. Vizekniffel Rad 3, stütz dich rein und sei dabei. Sonst bist du ein Birdo-Ei. Ei. Sei nicht Scheigei. Bin ich in die Quizshow geraten? Willkommen zum Quiz. Sie werden lachen, weinen und sich nichts mehr wünschen, als im Publikum statt auf der Bühne zu sein. Begrüßen Sie mit mir unseren unfassbar talentierten, schlauen und rundum fabulösen Moderator, nämlich mich, Talk Shy Guy. Aber nun zum Kandidaten des Abends. Mario, meine Damen und Herren, einen gefälligsten Applaus für Mario. Bowser Jr., Kamek, Olivia und Oha. Sehen wir doch einmal, welch spektakulären Preis unsere Kandidaten heute erwartet. Oh, als Gewinn wegen exklusiv der Zutritt zum vielgerühmten Quell der frischen Farben. Und nun, ohne weitere Umschweife, zur wichtigsten Frage des heutigen Quiz. Bist du fit fürs Quiz? Okay, Kamek. Wenn du dich bitte in den Zuschauerbereich begeben würdest. Alles Gute, Mario, wir zählen auf dich. Großartig, wenn sich die werten Blicke jetzt auf die Anzeigetafel richten würden. Oh nein! Dabei genügt bereits das Migräne-Ereignis von 100 Punkten, um einen Besuch im Quell der frischen Farben zu gewinnen. Ja, dann sollte ich das zweimal Stufe 3 versuchen, oder nicht? Alles bereit, dann startet der Computer gleich die Fragesuche, Kandidat. Hier bereit zum Stoppen. Oh, ich kann das nicht mal aussuchen. Und such die Ninja-Stufe 3. 50 Punkte. Okay, wenn ich das schaffe, habe ich die Hälfte schon geschafft. Such die Ninjas. Hier wird ein sehr dynamisches Verfolgungspotenzial geprüft. Viel Glück, Kandidat. Okay, hier siehst du einen zufälligen Mix aus Ninjas und anderen Schergen. Wir mischen jetzt das Spielfeld. Merkt ihr, wo die Ninjas sind? Okay. Das ist ein bisschen unfair. So gut bin ich nicht. So gut bin ich nicht. Was weiß ich? Die zwei. Ich denke, der ist auch ein Ninja.
Und so. Ich denke, das sind die Ninjis. Die Ringe sind gedreht. Ob die Wahl dann richtig war, der Spot geht an und. Höchstwahrscheinlich lag ich irgendwo falsch. Sag ich doch. Ja, das habe ich nicht geschafft. Ich habe aber auch gesagt, so gut bin ich nicht. Und da Mono war eine Umschweife gleich zum nächsten Spielchen. Ich habe das Gefühl, die heutige Folge wird ein bisschen länger. Schergensprint, Stufe 1. Der Schergensprint. Hier sind ein scharfes Auge oder zwei, sowie ein gutes Gedächtnis, das A und O. Auf gutes gelegen. Ich hab ein Gedächtnis wie ein Sieb! Vier Schergen, ein Sprint. Beobachte das Rennen und merke dir genau, wer als Wievielter ins Ziel einläuft. Na dann, wär's wie schnell? Ich würde sagen, er ist ein Ninji. Scheiger. Nee. Cooper, Scheiger. Nee, Cooper hat gerade wieder aufgegeben. Wie lange geht denn der Schergensprint? Okay, ich hab's mir, glaube ich, gemerkt. Der Gumba kam als erstes ins Ziel. Kompliment, Gumba. Bei dem Spiel könnte man aber auch irgendwo schummeln. Hä, war es nicht der? Oh, der Gumba war der zweite. Ups. Ja. Leute, ich mache hier jetzt einfach mal einen Cut und wir machen hier beim nächsten Mal weiter, okay? Okay, gut. Dann kann ich mich heute nämlich mal aufhören zu blamieren. Tschüss.